Warum? Es gibt natürlich einige Symptome, die man auch auf dem Platz sieht. Und ich bin auch dementsprechend, ehrlich gesagt, angefressen. Man muss erstmal Bayern Leverkusen natürlich gratulieren. Absolut verdienter Sieg. Da brauchen wir also für die Analyse, können wir uns kurz halten. Aber ja, wir. Welche Symptome meinen Sie? Was mir fehlt ist, und deswegen sage ich es auch öffentlich, was mir fehlt ist diese von den Spielern, von uns Spielern, dass wir im Training zeigen wir deutlich bessere Ansätze, weil wir da mutig sind, weil wir frei Fußball spielen. Und da fehlen mir, jetzt können wir unseren Oliver Kahn zitieren, teilweise die Eier und diese Freiheit. Wir haben eine Verkopftheit in unserem Spiel, vor allem mit Ball. Wenn du Leverkusen siehst, da ist doch nicht jeder Schachzug geplant. Wenn der Grimaldo rechts außen auftaucht, obwohl er Linksverteidiger ist. Die zocken einfach, die spielen Fußball, die suchen Lösungen. Da bietet sich einer, wenn er merkt, oh, der Raum ist zu, dann zieht er sich 2 Meter auf. Das machen wir auch. Aber nicht in dem Spiel, wenn der Druck da ist. Und das erwarte ich von unserer Mannschaft und von dem FC Bayern immer, dass wir Spieler, die auf dem Platz stehen, man darf den Druck spüren, aber das muss einem Energie geben. Und nicht, dass wir 10 Minuten haben wir ganz gut angefangen. Und dann bringen wir und verstehen auch nicht, dass wenn es mal zäh ist und es vielleicht ein Abwartespiel ist, bring den Ball öfter in die gegnerische Hälfte. Spiel mal einen langen Ball von mir aus hier hinten einfach ins Aus. Dann gibt es einen Wurf, können wir zustellen. Können wir den Druck in der gegnerischen Hälfte haben. Da spielen wir von A nach B, von B nach C. Und keiner hat die Freiheit, dass einfach zu zocken beginnt. Aber warum gibt es diese Freiheit nicht? Hat das mit dem Trainer zu tun? Der ist ja auch verkopft. Nicht da irgendwie schießen. Ich frage nur. Ja, immer warum. Es gibt nicht immer warum. Ich versuche ja gerade zu erklären, was mir in unserem Spiel fehlt. Und wenn es im Training da ist und der Trainer diese Lückendinger anspricht, dann müssen wir auch mal die Spieler anpacken. Und heute waren wir nicht da. Wir haben 3-0 verloren. Es waren genügend Spieler auf dem Platz von internationalem Format. Und deswegen brauchst du gar nicht Richtung Trainer gehen. Jetzt, auf mich verzichtet ist jetzt kein neuer personeller taktischer Ansatz. Wir haben sehr viele Spieler fit. Aber Dreierkette bzw. Fünferkette ist neu. Ja, genau. Aber der Ansatz, dieses Leverkusener System zu spiegeln und aggressiver zu sein und so, hat man in den ersten 10 Minuten gesehen, hat ganz gut funktioniert. Wovon ich spreche, sind Entscheidungen, vor allem mit Ball. Und da hat der taktische Ansatz nichts damit zu tun. Das hat auch mit einer gewissen Spielintelligenz zu tun, mit einer gewissen Selbstständigkeit auf dem Platz, Entscheidungen zu treffen, welche Laufwege mache ich. Und in der Defensive hat es, wenn dann, da was damit zu tun. Wie aggressiv gehe ich raus, erkenne ich Situationen. Und da müssen wir uns dringend steigern und das werden wir auch.